Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin jetzt hier kurz nach der Verkündigung der Spiel des Jahres Nominierungskandidaten. Neben mir sitzt der Vorsitzende des Spiel des Jahres Vereins, Harald Schrapers. Hallo. Guten Tag. Ja, Sie haben ja quasi gerade eben alle Nominierungskandidaten bekannt gegeben und war wirklich sehr spannend dieses Jahr, muss ich sagen. Wie ist denn Ihr persönlicher Eindruck? Ist 2018, 2019 ein guter Spielejahrgang, ein starker Spielejahrgang im Vergleich zu den letzten oder eher weniger? Das ist nicht so einfach zu beantworten. Also wir haben ja unglaublich gute Spiele im kleinformatigen Bereich. Und das sind auch Spiele, die jetzt nicht kleinen Spaß bedeuten, sondern sie bedeuten schnellen Spaß. Also man ist sehr schnell dabei, weil die Einstiegsschwelle ist bei den meisten recht niedrig. Nicht ganz allen, also schon Werwörter ist ein Hauch komplexer als zum Beispiel Lama und Just One. Aber wir haben da wirklich Spiele, wo man sagen muss, also da ist der Kontrast zwischen der Größe der Schachtel und dem, was drinsteht, ganz besonders groß. Und das hat uns schon fasziniert. Deswegen kann man bestimmt nicht davon reden, dass es ein schwacher Spielejahrgang ist, sondern ganz im Gegenteil. Es ist einer, der in bestimmten Sektoren durchaus ein sehr starker ist. Wir haben im Kennerspielbereich auch sehr starke Titel, wie wir finden. An der Spitze. Das Einzige, was man vielleicht so als ein ganz klein bisschen eine Lücke vielleicht empfindet, ist, es gibt jetzt nicht so das große thematische Brettspiel im mittleren Einstiegsbereich. Da haben wir dieses Jahr nichts Herausragendes gefunden, was wir auf die Liste setzen können. Und ich sage natürlich, das finde ich auch ein bisschen schade, eigentlich ich persönlich, weil ein großes thematisches Brettspiel, das ist ja auch immer das, was mich so ein bisschen am Spiel fasziniert hat, dass man auch große Sachen auf dem Tisch hat. Aber wenn man sich mit diesen Spielen vergnügen kann, dann müssen wir uns auch nicht beklagen. Mit mittlerem Bereich meinen Sie rote Kategorie? Naja, vielleicht rote Kategorie, vielleicht auch ein, also manchmal hatten wir auch schon Spiele mit nur mittlerem Einstiegsniveau auf der Liste für das Kennerspiel des Jahres. Und ich sag mal so, bei uns Bloggern ist es dieses Jahr besonders im roten Bereich sehr schwer gefallen, dort irgendwie so die Kandidaten ausfindig zu machen. Ist es der Jury ähnlich schwer gefallen? Ist es vielleicht im Vergleich zu letzten Jahr, da war es ja eigentlich schon relativ klar, Azul wird mit auf der Liste stehen. War es dieses Jahr ein bisschen schwieriger, besonders im roten Bereich dort Kandidaten zu finden? Nein. 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 Also ich finde, nein, also ich muss sagen, nein. Also diese drei Titel, die jetzt hier auf dem Tisch liegen, sind wirklich welche, die doch deutlich herausragen und nicht nur, ich finde, in diesem Jahr herausragend, sondern auch über einen längeren Zeitraum betrachtet. Und das tun wir ja. Es geht ja auch darum, das zu vergleichen mit dem, was da ist, wo man wirklich sagen kann, guten Gewissens, das ist schon eine relativ klare Entscheidung. Sicherlich hätte vielleicht auch noch ein, zwei andere Spiele zur Auswahl gestanden, aber an der Stelle ist es uns nicht schwer gefallen. Okay. Über ein Spiel möchte ich noch mal konkret reden. Das sehen wir hier hinten bei den Kennerspiel-Nominierungskandidaten. Was mich persönlich schon stark überrascht hat, das ist Detective. Wie aus Jury-Sicht kann sich jetzt wirklich Detective dort als Nominierungskandidat eingruppieren? Weil ich persönlich, ich habe es selber nicht gespielt, kenne aber natürlich das Spiel, schätze es schon als sehr anspruchsvoll ein. Also kratze schon an der oberen Grenze vom Anspruch her. Wie sehen Sie das? Das ist auch bei diesem Spiel nicht so einfach zu beantworten. Das liegt nämlich daran, dass die Spielregel als solche, die ist gar nicht so schwer. Das Spiel ist sehr, sehr anspruchsvoll im Lösen der Kriminalfälle. Es ist eine Innovation, die wirklich weit rausragt aus dem, was wir in diesem Jahr gefunden haben, was völlig Neues, auch inklusive Zugriff ja auf Internet, auf eine Internetdatenbank. Man verwendet auch Wikipedia, Google, also auch allgemein zugängliche Quellen. Und das ist eine unglaublich knifflige Geschichte, die da durchgespielt wird. In dem Fall ist es wirklich was, ja, für Experten, aber für Krimi- oder für Ratespiel-Experten und gar nicht für die Experten, die jetzt die
massiven taktisch-strategischen Kniffe von hochkomplexen Spielen im Brettspielbereich durchblicken, sondern wir erreichen mit diesem Spiel eine Zielgruppe von Leuten, die vielleicht auch völlig neu für uns ist. Leute, die sich wirklich bis zu 4 Stunden, so lange dauert tatsächlich eine Partie bei diesem Spiel, die sich wirklich so lange mit einem Spiel und einem grandiosen Erlebnis auseinandersetzen wollen. Erinnert mich ein bisschen an Terraforming Mars, weil dort war es ja auch so, für viele war dann so im Nachgang, ist es vielleicht nicht zu kompliziert, aber ja, die Regeln an sich vom Grundspiel ohne Drafting vielleicht auch sind gar nicht so komplex. Gut, wenn das jetzt hier bei Detective dann ähnlich ist, kann ich zumindest dann auf jeden Fall nachvollziehen. Ja, dann vielen Dank auf jeden Fall für die kurzen Statements und ich bin gespannt dann, was dann demnächst Kinderspiel des Jahres, da bin ich jetzt nicht weiter drauf eingegangen, ist ganz einfach zu wenig in meinem Fokus drin. Das Einzige, was ich davon gespielt habe, das ist nur auf der Empfehlungsliste. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was dann letztendlich rauskommen wird. Dann vielen Dank auf jeden Fall. Ja, danke schön.